neue Arena. Oh ja, wirklich? Also irgendwie riecht sie gerade nach Backfisch. Oh, ich liebe Backfisch. Hey, Marina, warum hast du gerade die Stimme von Professor Snape? Keine Ahnung, ich liebe Backfisch. Ja, Backfisch ist cool, aber es gibt auch eine neue Waffe. Oh, etwa der Backfisch-Kleckser? Nein, der Quadhopper Noir. Oh ja, ein Quadhopper in Schwarz. Und besonders, jetzt wird's ganz wichtig aufpassen, das ist eine ganz besondere. Du Kleckser-Waffe, denn man kann damit nicht zweimal ausweichen, nicht dreimal ausweichen, sondern, Marina, sag es. Man kann vor Backfisch ausweichen. Nein, man kann viermal ausweichen. Du Idiot. Du Idiotin. Wir wollen ja hier gendergleich sein, ne? Wir wollen hier keine Gender irgendwie. Wie sagt man so schön? Außen vor lassen und diskriminieren. Wir sind ja beide weiblich, deswegen sage ich besser mal Idiotin. Okay, dann würde ich mal sagen... Backfischzeit. Okay, Marina. Okay. Marina rastet wohl beim Anblick der neuen Backfisch-Arena vollkommen aus. So muss das sein. Wir gehen erstmal zu Arti und gönnen uns den neuen Quadhopper Noir. Und schauen mal, was der in Wirklichkeit so drauf hat. Wobei, Waffentest heute eher nicht so, aber wir gucken uns die Waffe trotzdem mal an und spielen mit ihr. So, und... Das, was die Waffe drauf hat, das gefällt mir extrem gut. Robobombe und Tintenschock. Gefällt mir. So ein Mix aus Nah- und Fernkampf. Nice, Hadi. Für dich jetzt im Angebot der Quadhopper Noir. Der Quadhopper Noir und die Quadhopper Noir unterstützen das Rollen gleich mit 4 Düsen und erlauben dementsprechend 4-mal hintereinander zu rollen. Und weil du beim Rollen weiterfeuern kannst, fliegst du regelrecht durch die Arenen zum Sieg. Entdecke Gegner mit Hilfe der Robobombe, schließe rollend zu ihnen auf und schalte sie aus. Der Tintenschock als Spezialwaffe ist genau das Richtige für Freunde des gepflegten Nahkampfs. So sieht's aus. Und das kostet auch gerade mal 170 Punkte, den Tintenschock einzusetzen. AKA Gönnung, HD. So, wir gucken uns auch erstmal die Werte von dem Teil an. Ganz kurz. Wir wollen ja wissen, worauf wir uns einlassen. Auch wenn das heute kein richtiger Waffentest wird. Aber ihr wisst Bescheid. Gucken wir uns mal trotzdem ganz kurz an, was die Waffe drauf hat. Also eine sehr hohe Beweglichkeit. Geringe Feuerkraft und dafür eine mittelmäßige Reichweite. Klingt doch ziemlich nice HD, würde ich sagen. Und damit hoffen wir darauf, dass die Backfisch-Arena, das Backfisch-Stadion oder wie auch immer diese Arena heißt. Wie heißt die eigentlich nochmal? Backfisch-Stadion. Backfisch. So, bevor hier Marina noch so richtig abgisst wegen des Backfischs, würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Kampf, Bitch! Na endlich, Mann! Es kann doch nicht sein! Das ist gerade mein 5. Match. Und dreimal dürft ihr raten, welche Maps in den vergangenen 4 Matches gekommen sind. Richtig. Nicht das Backfischstadion. Wisst ihr, irgendwann gibt es einfach keinen Zufall mehr. Dann ist das hier einfach nur noch Verarsche. Ich sitze hier, will für euch diesen Part aufnehmen, will euch nur das Backfischstadion zeigen. Und jedes Mal bei so einem Part kommt dann sowas dabei raus, dass die Map, die ich spielen will und die ich euch zeigen will, überhaupt nicht kommt. Ey, es regt mich so auf. Ich könnte kotzen, ey. Das ist so zum Heulen, Mann. Ganz ehrlich. Hört doch bitte auf mit diesem verdammten Zufallssystem und macht das mal bitte mehr auf Map-Auswahl, auf Choices-mäßig, dass man das auswählen kann, wie bei Mario Kart 8 zum Beispiel, oder bei Mario Kart Wii, da war es ja noch krasser, da konnte man ja jede Map nochmal auswählen, nachdem man die gespielt hat, oder nachdem man auf ihr gefahren ist. Macht das doch hier bitte genauso. Wieso ist das nicht so? Ich hasse diesen Dreckszufall in Splatoon 2, der überhaupt kein Zufall ist, sondern eher so, du willst das Backfischstadion spielen? Kannst du knicken? Es regt mich auf, ey. Ich verliere Zeit wegen dieser Scheiße, weißt du? Es kam zwischendurch ein Mapwechsel. Also, ich habe irgendwie um 10.58 Uhr oder so auf der Tümmlerkuppel gespielt. Ich dachte mir, okay, kann ja mal passieren. Dann gab es einen Mapwechsel und auch einen Raumwechsel. Und, naja, wisst ihr was? Dann habe ich quasi die Wahl gehabt zwischen Zeta-Zea-Markt und Backfischstadion. Wisst ihr, was kam? Dreimal der Zeta-Zea-Markt. Und jetzt beim 5. Mal insgesamt bin ich endlich hier. Also ich kann es mir nicht erklären, warum das Spiel so
Naja, es fuckt mich ab, es tut mir leid. Es ist halt wirklich zum Heulen. Ich wette mit euch jetzt gleich, wenn ich den Kampf verlasse, wird es wieder 30.000 Mal das Zitasea-Stadion geben. Oder nicht, Stadion. Den Zitasea-Markt geben und ja, nach 1001 Malen dann endlich mal wieder das Backfisch-Stadion. Ich will mich ja echt nicht aufregen. Es soll heute nicht darum gehen, aber ey, ganz ehrlich, das war schon bei, keine Ahnung, wo war das denn noch so? Beim Kofferfischlager, da habe ich die Map auch zeigen wollen. Konnte es aber nicht, weil irgendwie zigtausendmal andere Maps kamen. Und bei dieser anderen Map, die neu dazugekommen ist, ich habe ihren Namen vergessen, war das genau so. Das ist das gleiche Prinzip, jedes Mal, es fuckt mich einfach ab. Warum wird die Map, die neu ist, nicht höher wahrscheinlicher gemacht, dass sie drankommt? Ich habe das Gefühl, die lassen eher die alten Maps nochmal irgendwie öfter spielen, damit die Spieler länger im Spiel bleiben, um die, ja, Vorfreude auf die Map steigen zu lassen. Ja, es gibt Vorfreude, aber es gibt bei mir auch Abgefucktheit. Und die hat sich jetzt innerhalb von 3 Minuten hier so, ja, gebildet. Jetzt kam ich gar nicht dazu, euch die Map irgendwie zu erklären oder so, sondern ich bin einfach abgefuckt. Ne, also, ich weiß nicht. Ich wette mit euch, gleich wird es so sein, dass ich wieder 30.000 Mal den Zitasea-Markt spiele, statt das Backfischstadion. Darf man da abgefuckt sein oder nicht? So, das ist doch kein Zufall. Fünfmal gespielt, einmal kam die andere Map dran. Einmal! Das kann mir keiner erklären, oder? Bittersüß wie Heroin, Heroin, Heroin. Bittersüß wie Heroin, Heroin, Heroin oder eher Backfisch. Ja, auch Backfisch kann bittersüß sein. Ja. Hallo, Backfisch. Ja, endlich, 7. Match und 2-mal davon im Backfischstadion. Ich liebe dieses Spiel. Geil. Na gut, kommen wir mal ganz kurz auf diese Map zu sprechen und ich werde euch sagen, das wird das letzte Mal sein, dass ich diese Map hier in diesem Part zeige, beziehungsweise das vorletzte Mal, denn das letzte Mal, dass ich sie euch zeige, wird, ja, das wird im Hausfrauenschnitt sein, wie sagt man so schön. Da werde ich mit der Map anders verfahren. Da gehen wir nämlich kurz raus und gucken uns die Map mal trocken an und analysieren die mal durch. Aber was kann man jetzt schon zu dieser Map sagen? Sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schmale Map mit auch einigen verschachtelten Gängen. Ja, das kann man wohl so sagen. Aber ich schaffe es irgendwie bis jetzt nie in die Mitte zu kommen. Generell auch gerade eben wurden wir so unterdrückt hier. Hammerhart. Ich komme schon fast vor wie Frauen in den ein oder anderen Ländern, Mensch. Was ist denn da los? Die Unterdrückung. Wir müssen uns unsere Rechte zurückkämpfen. Das kann aber nicht sein. Das sieht jetzt gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also, man muss sagen, die Map ist zwar relativ schmal und hat relativ schmale Gänge, aber die Mitte ist dafür relativ breit. Und es gibt auch hier diese wunderschönen Basketballkörbe. Moin. So, hier direkt als Schutzwall benutzen. Kannst mir gar nichts, du Sau. Gar nichts kannst du mir. Ist das meine Bombe? Ja, das ist die Bombe von uns. Und damit würde ich sagen, moin. Also die Mitte ist relativ groß und natürlich auch breitflächig. Obwohl es eine schmale Map ist, weil, naja, es ist hier halt ein Basketballplatz, ne? Das Backfischstadion, wie ihr sehen könnt. Eine Basketballarena. Mit 10% Basketballarena und 90% Backfisch. Lecker. Ich liebe Backfisch. Ich hatte gestern noch einen Backfischburger gegessen. Und nein, jetzt kommt mir bitte nicht mit der Vegetarierkeule. Die waren natürlich vegan. Ja, ist klar. Extra aus Sojabohnen gemacht. Keine Sorge. Und die waren gut, doch. Die waren gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich die nicht hätte essen sollen am Abend. Wow. Wie auch immer, ich bin doch gerade eben abgehauen. Wie kann mich das Vieh um die Ecke treffen? Das geht gar nicht. Aber okay. Färben wir den Weg an, den dieses Miststück gefärbt hat, damit wir das wieder neutralisieren können. Ach, ist es schon neutralisiert? Ja, ist doch schön. Ja, hat dir nichts gebracht, ne? Tja, tja, tja. Ja gut. Also, wie wir sehen können,
in diesem Stadion ist 10% Basketballstadion und 90% ist irgendwas anderes. Was hat die Map eigentlich mit Backfisch zu tun? Heißt die Map übersetzt auf Englisch auch irgendwas mit Backfisch? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass es so eine Eigenübersetzung ist im Deutschen, aber... Mit Backfisch hat das nicht viel zu tun hier. Wo sind die Backfischstände? Ganz ehrlich, kennt ihr das nicht, wenn ihr irgendwie auf so einer Kirmes seid, auf so einem Jahrmarkt seid, und dann gibt es da so Stände mit richtig fetten Backfisch für 2 Euro im Brötchen? Wo ist das hier? Voll unauthentisch, Mann. Na gut, jetzt gucken wir uns die Map, wie gesagt, mal im Hausfrauenschnitt an. Und zwar ganz genau so, im Rundgang. Der Hausfrauenschnitt. Ihr wisst Bescheid. Warum Hausfrauenschnitt? Keine Ahnung. Weil der leckere Backfisch, der muss natürlich im Hausfrauenschnitt geschnitten werden. Und da kommt da so ein Blub, bisschen Butter rein. Dann macht es ganz kurz ein bisschen Blub. Und dann fertig ist meine Hollandaise, die dann zum Backfisch serviert wird, nicht? Da können wir auch schon mal auf diesem nordischen Akzent reden. Denn wir sind hier gerade in Norddeutschland, an der Lüneburger Heide. Ist die in Norddeutschland? Ich glaube schon. Und hier sind ganz viele Häfen und so. Und wie man sehen kann, hier auf jeden Fall die Zuschauertribünen. Und hier der Typ mit dem Basketball-Backfisch. Das kann sein, dass sie das hier nach Backfisch benannt haben wegen dem Basketball. Der Backfischball. Das kann sein. So. So, ihr seht auch hier ein unerreichbarer Spawn. Wobei, kann man den wirklich nicht erreichen? Vielleicht sogar doch. Warte mal kurz. Das will ich jetzt mal ganz kurz rausfinden. Ja, wobei, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da müsste man schon irgendwie von hier aus. Aber auch das... Ne, ist extra so, dass man das nicht erreichen kann. Aber vielleicht kann man es auch erreichen. Ey, das ist doch ein Schwamm. Vielleicht kann man doch den Spawn erreichen. Gerade wenn der... Ja, wobei, man weiß es nicht. Aber ja, wie wir sehen können... Nochmal hier auf den Hausfrauenschnitt gesetzt, hier kartografisch. Es fängt sehr schmal an und geht dann etwas weiter in die Breite. Und aufgrund der Symmetrie geht es dann auch wieder hier so ein bisschen in die Schmäle. Und die Map. Sie ist quasi, deswegen ist sie vielleicht wie ein Backfisch. Weil sie außen etwas dünner ist, in der Mitte etwas dicker und dann außen auf der anderen Seite wieder etwas dünner. Vielleicht ist es deswegen die Backfisch-Arena. Kann sein. So. Hey, ich habe mich eingelocht. Es war ein Korb. Kann man doch irgendwie mit der Robobombe irgendwie da drauf zielen oder so? Geht das? Komm, das muss doch funktionieren. Ja, fällt da nicht durch, aber vielleicht muss ich die Bombe irgendwie etwas höher werfen, steiler werfen, aber... Ne, die fällt nicht durch. Schade. Hätte man so als Gimmick, als Easter Egg HD einfügen können. Und dann, wenn es so wäre, dass die Bombe reingegangen wäre, dass dann irgendwie hier so ein Punktestand in die Höhe schießt oder so. Ich meine, es gibt ja hier einen Bildschirm. Da hätte man auch ruhig das Ergebnis anzeigen können. Von wegen 0:0. Und wenn hier irgendwie eine Bombe reingeschmeißt wird, dass der Punktestand sich dann auf 2 oder 3:0 verändert. Ja. Na gut, das ist das Backfischstadion und das ist auch der Quattroporneo. Wir haben heute ganz dezent mit ihm gespielt und beim nächsten Mal gibt es den Waffentest zum Quattroporneo. Nicht Neo. Ich sag jedes Mal Quattroporneo, weil ich das so im Kopf habe. Meine Güte. Beim nächsten Mal der Waffentest zum Quattroporneo. Wisst ihr Bescheid. Macht's gut, haut rein, ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von Splatoon 2 sehen wollt, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ganz kurz nochmal, bevor wir den Part beenden. 38 Minuten Gameplay und ihr seht davon wahrscheinlich nur 14 oder 15. Oh Mann, ey.